Herzlich willkommen zurück zu Splatoon Online. Ich werde heute wahrscheinlich nur 4 Kämpfe machen, weil ich versuche mich jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit zu verbinden und ja, ich habe immer wieder Probleme mit der Verbindung. Ist ja jetzt längst nicht so schlimm wie auf der Switch, aber es kommt ab und zu mal noch vor. Und von daher einfach aus zeittechnischen Gründen wahrscheinlich heute nur 4 Kämpfe, dürfte aber trotzdem soweit genug sein. Wie ich letztes Mal gesagt habe, kämpfe ich mit der .52 Gallon und das ist im Prinzip einfach eine Zweihandwaffe, mit der ich relativ schnell möglichst viel Farbe verschießen kann. Das ist dann im Prinzip meine Hauptaufgabe. Ich kann nicht Gegner one-shotten, wie ich es im letzten Part mit meinem Algenklecks-Konzentrator machen konnte. Ich kann jedoch, wie gesagt, versuchen, relativ große Bereiche des Feldes einzufärben, sowie eben tatsächlich Gegner aus der Distanz zu erledigen. Gerade solche, die Bomben werfen und mich damit umbringen. Gut, das bringt es natürlich weniger. Die sind echt auf einem ganz anderen Niveau als ich. Oder natürlich auch gerade Leute, die mit einem Klecksroller unterwegs sind. Aber gut, ich wollte vielleicht mal tatsächlich versuchen, ein bisschen zu erläutern, warum. Und das ist die Spezialangriffe. Übrigens so eine Dusche, die finde ich nicht so viel bringt. Weil sie färbt das Feld nur bedingt ein oder hat nur einen bedingten Radius, wo das wirklich wirksam ist. Also da gibt es Besseres und diese Bomben sind massiv, weil die one-shotten mich einfach immer. Aber schau dir diese Statuswerte an, liebes Lieschen. Wie gesagt, das reicht nicht ansatzweise an mich an. Und wie gesagt, darüber möchte ich sogar tatsächlich reden. Nämlich gerade über diese Frage, wieso dieses Spiel es denn eigentlich so macht, dass hier ich Level 8er dann irgendwie mit Level 50ern zusammengesteckt werde. Ich meine, das kann ja irgendwie jeder verstehen, dass das vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, weil ich dann eben so zerstört werde wie hier und relativ schnell demotiviert werde, weil ich immer nur zerstört werde. Und ich meine, letztendlich, wir sehen natürlich schon in Mario Kart, dass da immer durchaus versucht wird, die Leute dementsprechend ihren Fähigkeiten nach zuzuteilen. Jetzt in der Switch-Version versucht man tatsächlich wesentlich häufiger, was? Zum Teufel! Versucht man tatsächlich wesentlich häufiger, komplette Gruppen zu kriegen. Also tatsächlich nicht zu starten, bis 12 Leute da sind. Das Problem hier ist, dass man aber unbedingt 8 Spieler braucht. Wenn man nicht die 8 Spieler hat, dann kann man schlicht und einfach nicht starten. Das funktioniert nicht. Das wird nicht weniger erlauben. Das wird nicht 3 gegen 3 erlauben oder 1 versus 1. Nein, es müssen 4 sein. Wohingegen man bei Mario Kart, auch wenn man darum bemüht ist, ganz wichtig, seit Mario Kart 8 Deluxe, tatsächlich immer eine volle Gruppe zu haben, man kann auch nur zu zweit fahren. Das ist kein großes Problem. So, und hier ist jetzt eben tatsächlich immer die Überlegung, die man sich stellen muss, wie man es angehen möchte. Letztendlich, ich habe schon häufiger erwähnt, niedrige Wii U-Verkaufszahlen, niedrige Spielerbase insgesamt. Gerade jetzt, wenn Splatoon 2 rauskommt, wird das dann doch nochmal schwieriger werden. Ja, das muss natürlich hier am Ende noch sein. Wird das nochmal wesentlich schwieriger werden, immer volle Gruppen vom Start her aufzukriegen, wenn dann viele Leute auf die Wii oder auf die Switch-Version weiterziehen werden. Echt? Wir? Ich war mir jetzt echt sicher, dass die Blauen das haben. Aber ich sag so oft, diese Zahlen lügen nicht. Und hey, bei diesen Gruppengrößen, bei den Stufen bin ich echt froh, dass ich da lande. Genau, seht ihr da unten bei den Kuttelkorps, weil ich da tatsächlich noch 2 Spezialfähigkeiten ausstehen, bekomme ich da dann eine interessante oder eine zugewiesene Anzahl an Punkten, die wahrscheinlich auch von meinem Ergebnis abhängt, das weiß ich jetzt nicht genau, und die dann hinzugefügt wird. So. Aber von daher möchte man, also wenn man jetzt zum Beispiel die Spieler aufteilen würde und sagen würde, nee, wir versuchen Gruppen dann so zu bilden, dass man nur mit Leuten, die eine ähnliche Stufe wie man selbst haben, dass man nur mit denen in eine Gruppe kommt, ist es nicht unmöglich, Gruppen zu formen. Aber es wird wahrscheinlich wesentlich länger dauern, wenn jemand aus den Gruppen rausgeht. Da muss man ja auch andere auf der gleichen Stufe finden, die dann eben tatsächlich in dem Moment online spielen. Und ich glaube einfach, weil im Moment kriege ich es relativ schnell zusammen, dass sich 8 Leute in einer Gruppe befinden. Und letztendlich ist es mir dann doch lieber, ich spiele gegen komplett Verrückte, als dass ich gar nicht spiele. Von daher ist das die wesentlich bessere Option. Ich glaube, ansonsten würde man einfach viel zu lange davor stehen. Und ja, das System würde einfach komplizierter werden. Man müsste die Spieler noch mehr aufteilen. Und ich glaube, am Ende des Tages wäre dann niemandem wirklich geholfen.
Von daher verstehe ich diese Entscheidung. Und ich will es auch nicht würdig, dass man alles mal so... Was? Zum Geier! Ernsthaft? Ihr habt alles! Was war das? Hat er gerade eine Mini-Bombe auf mich zugeschmissen, oder? Leute, wir sind gelb. Aber alles um uns herum ist rosa. Und zwar vor unserer Haustür. Was ist hier los? Oh, wobei, ich sehe es gerade. Schaut mal da. Seht ihr da, wo Gefahr steht? Wir haben einen weniger. Wir haben einfach einen weniger. Das sollte es nicht wirklich überraschen, dass wir hier komplett zerstört werden in Gruppen, die so oder so komplett verrückt drauf sind. Moment, haben... Also, ich wollte gerade sagen, haben die auch einen weniger? Nee, das war nur der, den ich gerade erledigt habe, der jetzt tatsächlich respawnen musste. Ja, gut. Nein, lass mich in Ruhe, du mit dem Eimer. Nein, keine Bombe! Das ist doch nicht wahr. Ich meine, ja, so spielt man, das ist mir schon klar, aber... Doch erst noch mal ausprobieren. Zumal, wie gesagt, ich hier tatsächlich auch die unterschiedlichen Waffen nach und nach ausprobieren möchte. Und meine Bombe, die ich hier habe, ist schlicht und einfach nicht wirklich gut. Weißt du, ich finde diese Dusche, mit der kann ich wirklich nicht viel anfangen. Weil, ja, wie gesagt, die tut nur ein sehr, sehr kleines Gebiet vom Feld irgendwie einfärben. Ja, genau, diese Bombe hat der Jan Gabriel vorhin geschossen. Zumindest, wobei, nee, das war nicht er, das war jemand mit dem Klecksroller, glaube ich. Genau, der da unten. Ja, also da die im Prinzip vor unserer Haustür campen, um uns gleich zu erledigen, sobald wir rauskommen. Wie diese Tannenzapfen bei Mensch Ärgere, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die, sobald man mit einer 6 rausgekommen ist, sofort einen gekickt haben. Da könnt ihr euch an diese liebenswürdigen Menschen erinnern. Das sind die hier. Das ist eine absolute Demontage hier. Ja, komm, lass es enden. Das ist einfach enden. Das ist... Ich möchte das Ergebnis hier gar nicht sehen. Jesus Maria, bitte nicht einstellig. Okay, immerhin. Solange ich es niemals schaffe, dieses Ergebnis zu unterbieten, wo wir das eine Team mal einstellig besiegt haben, bin ich absolut glücklich. Und immerhin, ich bin drittbester. Gut, der eine ist ja am Anfang gestorben. Und der andere ist 8-mal gestorben, weil ich einen einzigen gesplattet. Aber... trotzdem, immerhin, ich kann ein bisschen stolz auf mich sein. Und ich hoffe wirklich, dass das ja einigermaßen zivilisierter abläuft. Weil das, was ich gerade sehen musste, das sind doch Sachen. Und da ist das tatsächlich diese Bandbreite, die man gehen muss. Weil wenn man nicht aufpasst, sowas kann Leute demotivieren. Also wirklich, wenn man so hardcore kassiert und... das Gefühl hat, man ist wirklich bei Leuten drin, wo man absolut nicht blickt, was da überhaupt vor sich geht. Da kannst du was demotivieren. Natürlich, man bekommt hier ähnlich wie in Mario Kart seine neuen Ränge durch Punkte. Und im Vergleich zu Mario Kart ist es tatsächlich auch so, dass man gar keine Punkte niemals abgezogen bekommt. Das bedeutet, ich könnte tatsächlich mit 10.000 Spielen, denen ich abgrundtief schlecht bin, so viele Punkte haben, wie jemand, der 10 Spiele hat, in denen er saugut ist. Ja, das, natürlich, das kann passieren. Ich glaube, das wird eher seltener vorkommen. Und ich dachte, ich hätte da gerade einen Blooper gesehen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, natürlich, man erkennt relativ schnell, dass die Tittenwische hier an Blooper angelehnt sind. Und ich meine, ja, die Spezies Tintenfische... Wie hat er mich gerade erledigt? Die Spezies Tintenfische existiert natürlich auch lange vor dem Blooper. Das ist vollkommen klar, aber ich meine, wenn man sich einfach ihr, gerade wie sie im NES ausschauen, und in Super Mario Bros. Teilen allgemein, sieht man da große Unterschiede. Jetzt in Sunshine nicht so sehr, da kann man dann durchaus Unterschiede erkennen zwischen ihnen, aber ja, ansonsten erkennt man da deutlich eine Inspiration, was ja auch nicht schlimm ist, weil ich meine, es ist beides von Nintendo und wenn Blooper sind sehr ikonische Charaktere in der Mario-Geschichte. Und daher, dass man sie einbaut, ist schon interessant. Ich finde es halt, was ich tatsächlich vielleicht sogar noch spannender finde, ist, dass man ihnen keine Eigennamen gegeben hat. Also die heißen einfach Tintenfisch. Ich meine, ja, es sind Tintenfische, aber man hat ihnen tatsächlich keinen Eigennamen gegeben, wie eben die Blooper sie haben. Sondern gut, ich nehme an, die ganze Spezies hat einen Eigennamen, nämlich Inklinge. Und die haben halt eine menschliche und eine Tintenfischform. Und das wäre vielleicht zu kompliziert zu erklären gewesen. Von daher erklärt sich das dann vielleicht auch doch wieder von der Sparte. So.
Was ich immerhin einigermaßen feststellen kann, ist, dass wir nicht ganz so schlimm kassieren wie letztes Mal. Ich meine, klar, es ist ein anderes Feld. Aber wenigstens, wenn ich respawnen muss, dann ist nicht meine gesamte Hälfte in hellblau getunkt. Ich komme ja auch tatsächlich nach vorne und schaffe es, ein bisschen Farbe hier dann und wann den Leuten abzunehmen. Ich muss zwar immer wieder auch meine Sachen aufladen, aber trotzdem bin ich hier doch wesentlich zufriedener, als ich jetzt in meinem letzten Duell, weil das war dann doch wirklich sehr, sehr traurig. So, jetzt fülle ich schnell wieder auf, weil hier ist noch ziemlich viel blaue Farbe, die ich verschwinden lassen kann. Und da jetzt natürlich möglichst darauf konzentrieren, hier wirklich so viel es geht wegzubekommen in dieser Zeit. Ich sprühe nur, wir gehen gleich wieder die Tinte aus. Nein, 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 keine blaue Bombe. Jetzt würde ich nur auf das Blaue ziehen. Schnell, so viel Blau wie möglich weg. Ah, okay. Mist, das... Ja, das war jetzt nicht wirklich clever, aber ich hatte schon befürchtet, dass er gleich eine Bombe schmeißt, deswegen bin ich lieber nochmal zur Seite. So, hier, genau, weg, möglichst viel weg. Ja, es war nicht hundertprozentig clever gemeint, ich hätte es besser machen können, aber... Okay, ich glaube, das ist leicht blau, zumal sie so... Okay, das ist wesentlich deutlicher blau, als ich dachte. Da erkennt man immer, dass man sich in diesem Fall aufs Auge nicht wirklich verlassen kann. Ich meine, ich habe gesehen, dass es blau war, aber ich dachte nicht, dass es gar so deutlich wird. Ja gut, aber hey, ich krieg einen neuen Effekt und zwar... Ich habe keine Ahnung, was genau er macht. Ich muss dann tatsächlich, sobald ich hier durch bin, im Hilfsmenü nachschauen. Das kann man ja zum Glück machen. Und da werden diese Zeichen dann erklärt, also dass die elektronische Bedienungsanleitung praktisch im Home-Menü, da kann man dann Hilfe anfordern. Normalerweise früher hätte man da halt dann das kleine Heftchen im Lösungsbuch aufgeschlagen, oder was heißt der Quatsch, im Lösungsbuch, in dem kleinen Heftchen, was dem Spiel beiliegt, was auch nicht schlecht ist, hat auch cooles Retro-Feeling in diesem Fall, aber ja, wenn man das so machen kann, weine ich jetzt auch nicht unbedingt drum. So, wie gesagt, das wird jetzt der letzte Kampf, den ich heute mache, weil ich hänge hier wirklich schon sehr, sehr lange dran und es ist sehr, sehr heiß und ich möchte diese Konsole einfach nur noch ausschalten. Aber ich bin froh, dass ich zumindest diesen Part hier noch hinbekommen habe, weil es ja, wie gesagt, doch so war, dass ich wirklich große Probleme hatte, mich hier zu verbinden, was nicht an der Spieleranzahl lag, sondern einfach, dass mein Internet tatsächlich hier sehr problematisch zeitweise war. Bei der Switch ist es nicht unbedingt mein Internet, wenn ich da Probleme habe, weil die Switch auch tatsächlich sehr wenig überträgt. Ich weiß nicht ganz genau, warum und woran das liegt, aber... Moment. So haben wir nicht gewettet, Freundin. Ah, sehr gut. Immer mit dem Flexroller. Dann beseitige ich das bisschen, was hier noch übrig ist. Und natürlich sollte ich auch jetzt nicht nur einzelne kleine Klexer wegfeuern. Das bringt nämlich tatsächlich nicht so viel. In meinen Eventen bringt schon immer ein bisschen was. So, wow, diese Waffe bringt sowas mit überhaupt nichts. Ich meine, ihr habt gesehen, da hatte ich was. Die hingegen sind cool, aber die kriege ich immer nur selbst ins Gesicht und habe die Waffe noch nicht, durch die ich die rufen könnte. Also gerade wenn ich da an andere denke, die da irgendwie 4, 5 von denen geworfen haben, schnell wieder untertauchen, dann wieder 4, 5 werfen, wieder untertauchen. Ja, ihr erinnert euch, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal von Leuten, die tatsächlich gut sind. Und dennoch frage ich mich, hat das was mit den... Also gibt es wirklich einfach Waffen, wo es möglich ist, so viele Bomben in so einer schnellen Zeit zu werfen? Oder liegt es an den Zusatzeffekten, die sie haben? Also dass diese Zusatzeffekte zum Beispiel sagen, höhere Bombenkapazität oder höhere Bombenregeneration. Weil, ich meine, diese Fähigkeiten existieren, ja. Soweit ich weiß. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie was komplett falsch verstanden, aber die existieren jetzt, soweit ich weiß. Und würde mich interessieren, woran das hauptsächlich liegt. Oder ist es eine Kombination aus beidem? Weil, ja, davon hängt eben das tatsächlich ab, ob ich einfach nur auf eine spätere Waffe warten muss und die dann vielleicht, da dann vielleicht noch auf eine gute Fähigkeit hoffen muss oder wie das am Ende aussehen wird. So, wir haben hier wieder ganz, ganz viel rosa. Beziehungsweise gut, nicht wirklich ganz viel rosa, aber dennoch mehr, als ich tolerieren möchte in unserer Hälfte. Und während ihr da vorne an der Front kämpft, werde ich mal das machen, was ich mit meinem Level angemessen machen kann. Nämlich hier stehen und versuchen, so viel rosa wie möglich loszuwerden. Mehr oder weniger direkt in unserer Hälfte noch. So, schnell, komm zurück. Die Bombe lohnt sich hier halt echt nicht. Ich meine, ich weiß, ich habe es öfters gesagt und ihr werdet es wahrscheinlich gleich zu hören, aber... Da wünsche ich mir jetzt echt die Bombe von den anderen hier. Na gut, wir haben... ich glaube, das sind wir sogar, oder? Vielleicht? Oh nee, aber es war knapp.
Gut, wenn euch dieser Part Splatoon gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, um mich zu unterstützen. Abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten unterstützt mich auf Patreon, wenn ihr ein bisschen was übrig habt. Folgt mir auf Social Media, kommt in meinen Discord-Server. Da kündige ich dann auch immer an, wenn wir online spielen. Und das nächste Mal geht es dann hier weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.